Wir sind hier beim 7. Corporate Learning Camp, diesmal mit ganz vielen Teilnehmern. Wir haben 296 angemeldete Teilnehmer und wir mussten so knapp 100 eine Absage erteilen, weil mehr konnten wir hier gar nicht unterbringen. Und wir freuen uns, dass wir wieder bei der Frankfurt University of Applied Science Gast sein dürfen. Und die haben uns alle Räume, die hier irgendwie frei sind, zur Verfügung gestellt, sodass wir heute 10 Session-Räume zur Verfügung hatten. Und die 10 Session-Räume sind auch fast alle gefüllt gewesen. Wir haben nur ganz wenige Zeitslots noch frei gehabt für spontane Sessions, die auch am Tag noch entstanden sind. Also die Vielfalt der Themen ist aus meiner Sicht auf keiner anderen Veranstaltung so weit gegeben. Und vor allen Dingen, dass auch nur Themen besprochen werden, die auch wirklich ein Mindestmaß an Personen interessieren. Das ist bei vielen Konferenzen nicht der Fall. Da ist man dann nur präsent, hat viel Geld bezahlt. Und hier ist es so, es wird nur das besprochen. Und man muss auch nur an dem teilnehmen, was einen selber interessiert. Mal sagen, es gibt einen Spirit. Also es hat Herz und Charakter und das finde ich gut. Ich glaube, man kriegt ein gutes Gefühl, was sind so eigentlich gerade die Knackpunkte. Und das ist toll. Und wenn man noch die ein oder andere Erkenntnis mitnimmt, ist spannend. Also es war schon sehr inspirierend. Also besonders inspirierend fand ich so die Praxisbeispiele. Was funktioniert, was funktioniert nicht? Und dann gegenüberzustellen, was hat der vielleicht der eine anders gemacht als der andere? Dass ich tatsächlich nach Hause komme mit etwas, was ich vorher noch nie in der Form gesehen, gehört habe. Viele nette Leute wieder getroffen, tolle Gespräche geführt. Ja, und die Stimmung ist aus meiner Sicht wirklich wieder faszinierend. Also 40% waren noch nie auf einem Barcamp und die haben sich alle genauso gut und schnell in die Community hier integriert. Und da gibt es immer wieder Überraschungen. Das finde ich total toll.